Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie man diese schönen Armstulpen herstellen kann. Sie sind zum Teil gestrickt und gehäkelt. Ich habe sie mit Sockengarn gearbeitet und zwar sechsfach gedreht und mit Nadel Nummer 3 gestrickt. Ich nehme 12 Maschen auf jeder Nadel auf und stricke in Runden im Bündchenmuster 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Fortlaufend wiederholen. So lange, bis die gewünschte Länge erreicht ist. Ich habe meine Armstulpen nun auf 15 cm. Nun kann man die Maschen locker abketten. Den letzten Faden können wir so lassen, die Schlaufe, weil nun wird anschließend direkt weiter gehäkelt. Ich gebe eine Kettmasche direkt in die Mitte der unten liegenden rechten Maschen hinein. Dann folgen 7 Luftmaschen und wieder eine Kettmasche in die Mitte der unten liegenden rechten Maschen hinein. Wieder 7 Luftmaschen und wieder in die Mitte der unten liegenden rechten Maschen hinein. Wenn die Runde zu Ende ist, wird sie dort geschlossen, wo sie angefangen wurde. In die erste Masche des Bogens folgt nun eine Kettmasche. In die nächste Masche noch eine Kettmasche und noch eine dritte in die nächste, so dass wir oben in der Spitze des Bogens angelangt sind. Dann können wir wie folgt, wie auch schon in der ersten Reihe, weiterarbeiten. Die 7 Luftmaschen und eine Kettmasche in den ersten Bogen hineinmachen. Wieder 7 Luftmaschen und wieder eine Kettmasche in den nächsten Bogen. Wenn wir am Ende angelangt sind, enden wir genau dort, wo wir angefangen haben. Danach machen wir wieder diese 3 Kettmaschen, um in der Spitze des Bogens wieder zu gelangen und von dort eine dritte Reihe zu machen. Und wer mag, auch noch eine vierte Reihe. Wenn die gewünschte Spitzenlänge erreicht ist, kann man den Faden abschneiden und ihn sauber vernähen. Damit die gehäkelte Spitze ein wenig Stabilität bekommt, besprühe ich sie ganz leicht mit Haarspray und ziehe sie in Form. Und damit sind unsere schicken Armstulpen fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.